Wir haben Augsburgs bekanntesten Tiger-Dompteur uns ins Studio eingeladen. Christian Walliser ist heute Morgen bei uns. Er hat nämlich Nachwuchs bekommen. Christian, guten Morgen. Dankeschön. Drei Tiger-Babys gibt's gerade. Habt ihr aus eigener Nachzucht oder habt ihr die im Tiger-Shop gekauft? Oder wo kriegt man also Tiger? Wir hatten zwei Jungs eben, die sind bei uns geboren. Der Bruder musste aber nach zwei Wochen krankheitsbedingt eben eingeschläfert werden. Ein Tigerbaby alleine großzuziehen ist nichts, weder für mich noch für das Tier. Und dann haben wir mit Kollegen telefoniert in Frankreich, die hatten eben auch einen Wurf, ne? Zwei Mädels, sind jetzt eine Woche älter wie jetzt unserer. Und dann sind wir nach Frankreich gefahren, 1000 Kilometer, zwei Tigerbabys eingepackt und wieder zurückgefahren, ja. Also die zwei Mädels, die ihr geholt habt, die sind eine Woche älter. Die sind eine Woche die älter, die sind aber schon fast doppelt so groß. Ja, ja. Ja. Also die sind schon fast so groß wie ein Hund. Ja. Und die werden jetzt, also im Moment sind sie noch so süß. Stella, du hast vorher den Finger sogar in den Hals gesteckt. Ja, bei dem ganz Kleinen, bei den Großen traue ich mich nicht. Also der Kleine hat schon vorne kleine Zähne, die tun aber überhaupt nicht weh. Und dann nuckelt er, weil er wohl denkt, es ist eine Brust. Ich weiß nicht, ich bin ganz entzückt, ich bin gar kein Wort. Und wenn man das jetzt also bei den etwas Größeren macht, dann ist der Finger weg, oder? Nee, noch nicht. Also das sind ja jetzt nur die Milchzähne. Mit 6 bis 8 Monaten wechseln die natürlich dann ins richtige Gebiss über. Es zwickt ein bisschen, aber es tut noch nicht weh.